Da waren Frank Kirchhoff und Axel Heck noch ganz schön aufgeregt. Uwe Lier zog hingegen mit Holger Wengler im Hallen-Backstage-Bereich die letzten Fäden. Denn schließlich sollte die zweite Auflage des Tag der Legenden noch besser, noch perfekter werden als die Premiere vor fast exakt einem Jahr. Die kurz nach 17 Uhr schon fast volle Wiedigsburghalle und die erwartungsfrohen Zuschauer, sie waren vielleicht schon so etwas wie eine Gewähr für das Gelingen. Und dann war es soweit. Axel Heck, Uwe Lier, Frank Kirchhoff, Holger Wengler und Andreas Mayer vom Kreissportbund wurden vom Moderator des Abends, Mike Scholle-Scholkowski, vorgestellt. Vorgestellt wurde auch das eigentliche Projekt, denn aus dem Erlös des Events sollte die Tafel in Nordhausen ein Jahr lang mit frischem Fleisch und frischer Wurst versorgt werden. Fleischermeister Günter Große aus Gernrode im Eichsfeld wird diese Mengen verarbeiten. Doch bevor an den Ball getreten wurde, gab es dann noch etwas Kultur auf dem Parkett. Die Damen und der einzige Herr von Mor Esprit gaben ihr Bestes, um die Stimmung kurz vor 17.30 Uhr auf den ersten Siedepunkt zu bringen. Dann nämlich wurden durch Scholle die Hauptakteure des Abends vorgestellt. Hier der Einmarsch der Gladiatoren. Das Wacker-Traditionsteam mit Jens Eisenschmidt. Mit Andreas Goksch oder mit Frank Ludwig. Die alten Herren aus Dresden, die legendären Dynamos wie Ralf Minge oder Dixie Dörner waren natürlich an diesem Abend auch dabei. Und dann die Jungs, die einst Bundesliga und Nationalmannschaft spielten. Marco Rehmer, Guido Buchwald, beide bereits schon zum zweiten Mal in Nordhausen. Auch Frank Reiner ist dem Publikum in Nordthüringen längst kein Unbekannter aus nächster Nähe mehr. Ebenso der als Zaubermaus bekannte Darius Wosch. Seine Premiere auf dem Parkett der Wiedigsburghalle hingegen erlebte Freddy Bobic, der vom Publikum begeistert gefeiert wurde. Nicht zu vergessen, Uwe Bein, der Weltmeister von 1990. Und dann wurde natürlich auch Fußball gespielt. Für die Tore und Kabinettstückchen sorgten die Herren auf dem Parkett. Und selbst in diesen freundschaftlichen Vergleichen wurde kein Zentimeter freiwillig hergegeben. Es war einfach erquickend mit anzusehen, wie die einstigen Fußballkönner es immer noch verstehen, mit dem runden Leder umzugehen. Jede Spielpause wurde von den zumeist kleinen Fans dann für das Ergattern von Autogrammen der Stars genutzt. In der Wiedigsburg-Klause hingegen wurde nicht nur in den Spielpausen ausgelassen gefeiert, da wurden im VIP-Bereich neue Kontakte geknüpft, denn auch das sei einmal an dieser Stelle gesagt, ohne die Unterstützung von zahlreichen Unternehmen aus der Nordhäuser Region wäre dieser Fußballabend zu diesen familienfreundlichen Preisen nicht zu stemmen gewesen. Und so ging es ganz klar um Sport, aber auch um Autos oder des Fußballfans Lieblingsgetränk. Und man sah kommunale Politik, Landespolitik, Sport und Wirtschaft mitunter an einem Tisch vereint. In der Halle wurde indes weiter mächtig an den Ball getreten. Auch die Mannschaften, die Pause hatten, die konnten nicht vom Spiel der anderen lassen. Im letzten Spiel des Abends standen sich dann die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden und die Bundesliga-Auswahl gegenüber. Die Herren Bein, Bobic, Rehmer und Buchwald gewannen auch diese Partie. Am Ende des Turniers wurde dann gefachsimpelt, wurden Preise vergeben, wurden die Sieger geehrt und wurde das Soziale nicht vergessen. Kurz nach 22 Uhr verkündete Frank Kirchhoff: Also wir haben es tatsächlich geschafft, wir werden mit 52 Schweinen, das heißt ein Schwein pro Woche für den Tag. Und es bleibt von diesem Abend eine Hoffnung der vielen Menschen, die gestern den Tag der Legenden erlebten. Im nächsten Jahr, meine Herren Organisatoren, muss es eine dritte Auflage geben. Erst dann wird die Legende zur Tradition. Das war Peter Stefan Greiner für NNZ TV.